Die Elbe und Dresdens berühmte Altstadtsilhouette. Doch nur wenige Schritte von hier entfernt beginnt das neue Dresden. Und genau an diesem Übergang liegt die Synagoge, gebaut in den Jahren 1998 bis 2001. Ein funktionaler und markanter Bau in einer modernen Zeit. Im November werden es 20 Jahre, dass dieser Ort geweiht wurde. Gegenüber der neuen Synagoge befindet sich ein Denkstein zur Erinnerung an die alte Synagoge, die hier einst stand, gebaut von Gottfried Semper und zerstört 1938. Heute ist das neue Gebäude am Hasenberg ein Ort des lebendigen Glaubens. Etwa 700 jüdische Bürger leben heute in Dresden. Seit August 2019 ist Akiva Weingarten hier Rabbiner. Dem 36-Jährigen ist ein lebendiges Gemeindeleben wichtig, besonders auch mit jungen Menschen. Leben und Glauben sieht er als einen Weg, auf dem wir als Menschen unterwegs sind. Auf diesem Weg ist seine Station nun hier in Dresden. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Akiva Weingarten, ich bin 36 Jahre alt, ich bin der Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Dresden und wohne hier seit fast 2 Jahren. Woher kommt Ihr Vorname Akiva und was bedeutet er? Mein Name Akiva ist ein alter jüdischer Name. Das war in der zweiten Tempelzeit ein sehr berühmter Rabbiner, Rabbi Akiva, also nach der zweiten Tempelzeit. Das hat nicht eine genaue Bedeutung, aber im Judentum haben wir oft solche versteckte Hinweise in Wörter. Das ist eine Abkürzung von Yesh Kone Olamo B'Sha'achat, dass man kann sich den ganzen Welt in einer Stunde sozusagen einkaufen. Seit wann leben Sie in Dresden und wie geht es Ihnen hier? Ich wohne hier fast 2 Jahre schon und ich kann sagen, es geht mir eigentlich sehr gut hier. Ich finde Dresden eine sehr schöne Stadt, die Menschen sind sehr nett und überall sehr positiv. Welche Wege des Kontakts findet die jüdische Gemeinde in der Corona-Zeit? In Corona-Zeiten ist es schon kompliziert. Unsere Gemeinde ist schon 3 Monate geschlossen und wir haben alle unsere Gottesdienste nur über Zoom. Das ist natürlich schwer. Wir hoffen, in der näheren Zukunft hoffentlich wieder unsere Gemeinde zu öffnen und weiter Gottesdienste gemeinsam zu haben. Aber jetzt ist es sehr kompliziert. Sie wuchsen ultraorthodox auf. Wann änderte sich Ihr Leben? Ich bin in einer ultraorthodoxen Gemeinschaft aufgewachsen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn wir in einer westlichen Welt leben, wie geschlossen diese Gemeinden sind. Wir haben keinen Zugang zu Internet, zu Radio, zu Zeitungen, zu alles, was rum, Smartphones, alles, was uns verbindet mit unserer Welt hier, gibt es gar nicht in diese geschlossenen Gemeinden. Und auch eine normale Schulgang oder Ausbildung gibt es nicht. Das heißt, von 5 bis 20 lernt man fast nur religiöses Studium, das heißt nur religiöse, wir haben uns nur mit religiösen Texte beschäftigt. Und dann, wenn man versucht, in einer normalen Gesellschaft zu wohnen, zu arbeiten, zu leben,
muss man alles neu lernen von Anfang, genau wie ein Kind. Und für mich war das ein längerer Prozess, bis wann ich gemerkt habe, dass ich glaube nicht mehr an dieses geschlossene System. Und dann musste ich alles von neu lernen, auch einfache Sachen, was alle kennen, zum Beispiel, wer war Shakespeare und wer war Einstein und solche Sachen. Und wissenschaftliches, Geschichte. Und das war für mich ein längerer Prozess von mehreren Jahren. Und ich bin immer noch beim Lernen. Ich bin schon 36 Jahre alt und ich weiß es auch, dass ich nicht alles gelernt habe. Und das wird eine längere Zeit dauern. Ich glaube, dass generell wir sind alle auf einem Weg. Wir sind hier in dieser Welt zu erfahren, zu leben, zu lernen. Und ich glaube und hoffe, dass ich mindestens auf der richtigen Weg bin, wo ich mich gut fühlen kann. Und wie erlebten Sie das? Ich hatte immer kritische Fragen gestellt. Mit 16, 17 habe ich schon angefangen, kritische Fragen zu stellen. Und innerhalb dieser geschlossenen Gemeinden bei den Ultraorthodoxen mögen sie nicht so Leute, die Fragen stellen. Und mit der Zeit, ich glaube, es war ein Prozess von etwa 10 Jahren, bis ich mich entschlossen habe, dass ich muss diese Gemeinde verlassen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Wie unterstützen Sie junge Menschen darin, ihren eigenen Weg zu finden? Ich habe meinen Weg fast alleine gemacht. Natürlich, ich habe viel Hilfe bekommen von Menschen, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe. Aber außerdem gibt es in Israel und in den USA gibt es Organisationen und Vereine, die Leute helfen, die ausgestiegen sind mit Abiturnachholung, Studium, Arbeit und alles, was man braucht, um eine westliche Gesellschaft zu leben. Hier in Deutschland gab es nicht sowas bis vor einem Jahr. Darum haben wir das hier in Dresden gegründet. Wir haben das Yeshiva genannt. Das ist ein traditionelles Wort für ein jüdisches Lehrhaus. Aber über diese Yeshiva helfen wir auch junge Männer und Frauen, die ausgestiegen sind, ihre Abitur nachzuholen, ein Studium anzufangen und generell in eine westliche Gesellschaft die Möglichkeit geben, zu leben und zu arbeiten. Welches Verhältnis haben Sie heute zu Ihren Eltern und zu deren Tradition? Mit meinen Eltern habe ich eine sehr positive Verhältnis. Wir sind eine sehr gute Verbindung, wir sprechen immer. Die wissen alles, was ich mache und interessanterweise unterstützen sie mir auch sehr. Auch wenn sie wissen, dass ich Sachen tue, die gegen ihre Glauben sind. Aber ich glaube, mit der Zeit haben sie gelernt, dass was sie vorher gedacht haben, was ihre Tradition nur so sein kann, dass es andere Arten von Jüdischsein auf der Welt gibt. Das wussten wir auch nicht. Als ich aufgewachsen bin, habe ich fast nichts über nicht-orthodoxe Judentum erfahren. Wir wussten zwar, dass es solche Juden gibt, die nicht orthodox sind, aber die gelten nicht für uns als richtige Juden. Und ich glaube, meine Eltern haben auch mit der Zeit gelernt, was machen andere Juden auf der Welt. Und ob sie das akzeptieren oder nicht, ich glaube nein. Das heißt, sie akzeptieren das nicht als einen legitimen Weg von jüdisch zu leben. Jetzt wissen sie aber, dass es existiert. Und ich glaube, die sind trotzdem froh und stolz auf was ich tue, weil sie sehen, dass ich das, was ich tue, mich zufrieden macht. Und die haben auch sich persönlich entwickelt. Zum Beispiel meine Mutter hat eine Gruppe in New York gegründet. Die Gruppe unterstützt Mutter von Leuten, die ausgestiegen sind. Und ihr Hauptziel ist, Kontakt zwischen Eltern und Kindern zu behalten. Und das, glaube ich, auch ist ein Teil von diesem Entwicklungsprozess. Was bedeutet Ihnen Tradition jetzt? Tradition ist etwas, was wir gemacht haben.
in Vergangenheit, etwas, was in unsere Tradition, in unsere Volk, in unsere Glaubens sich entwickelt hat. Und das hat uns als Gruppe geformt und wir identifizieren uns mit diesen Sachen, was wir Tradition nennen, was wir tun. Jede Gruppe hat ihre eigenen Traditionen, sei es Religion oder irgendwelche andere Gruppe. Und die jüdische Tradition hat 2000 oder 3000 Jahre von Tradition. Und das sind die Sachen, was wir gemeinsam und im tagtäglichen Leben machen. Das ist etwas, was wir immer in der Geschichte sehen können, dass Traditionen sich entwickeln. Das heißt, auch wenn wir sagen möchten, wie viele auch in Judentum und auch in anderen Religionen versuchen zu sagen, dass wir nichts verändert haben und dass alles genau so ist, genau wie es war, ist das aber nicht so. Wir können immer nachvollziehen, wie Traditionen sich entwickelt haben, wie Traditionen sich geändert haben, und wir dürfen auch nicht blind sein zu diesen Entwicklungen. Wir müssen solche Veränderungen gut akzeptieren müssen und anerkennen, dass wir sind immer auf einem Weg. Unser Leben als Gesamt in unserer ganzen Welt entwickelt sich immer und wir müssen sich zusammen mit diesen Entwicklungen anpassen. Wo kann Tradition verbinden? Wenn eine bestimmte Gruppe gemeinsame Ziele haben oder Traditionen, das schafft eine Gemeinde. Wir haben eine Gemeinde, das heißt, dass wir tun etwas zusammen. Das kann auch ein Fußballverein sein. Die haben auch Traditionen. Die entwickeln was zusammen, die haben Werte, die sie schätzen gemeinsam, und das hält eine Gemeinde zusammen.